gerade in Berlin angekommen und schon geht's weiter, gleich bei Hublot am Kudamm, Shop-Eröffnung. Ich freue mich sehr drauf. Ja, sehr gut. Ich war schon ein paar Mal hier. Zwar immer nur sehr kurze Aufenthalte. Ich glaube, 4 Tage im Stück war ich noch gar nie da. Und ich glaube, so ein schönes Wetter wie heute hatte ich auch noch nie. Und ich freue mich total auf die 4 Tage und wird bestimmt ein tolles Erlebnis. So. Ja, das war's. Ja, das war's. Nein, noch ein bisschen weiter. Ja, also es war wirklich traumhaft. Wir waren bei der Boutique-Eröffnung von Hublot. Es war ein tolles Event. Und jetzt sind wir hier noch beim Get-Together über den Dächern von Berlin. Es ist eine Wahnsinnsatmosphäre. Hier geht gerade die Sonne unter. Und ja, wir werden den Abend jetzt noch ein bisschen genießen und dann morgen früh wieder raus zum Training. Heute ist Tag 2 von meinem kleinen Berlin-Trip und heute ist die Hauptstadtrepräsentanz der Sparkasse und ich darf hier einige Sparkassen ehren, darf Preise überreichen und natürlich nehme ich auch heute euch auch mit dazu. Grüßen Sie mit mir auf der Gala der Besten Maria Höfel-Riesch, wie sie jetzt heißt. Freut mich sehr. Kommen Sie mir rüber zu uns? Und es ist einfach die Kunst, oder man wird dann zum Helden, wenn man sich eben in schweren Zeiten trotzdem weiter motivieren kann und trotzdem seinen Weg geht und beibehält und auch mal in harten Zeiten kämpft und dann irgendwann zahlt es sich aus.